Hallo ihr Lieben, frisch geduscht, Wäsche gewaschen, ein kleines Süppchen für die Mama, 5 Minuten Terrine und ich bin happy, habe ein Bett und für morgen dann wohl auch und ja, oh, jetzt geht es mir doch schon wieder viel besser, aber gestern war Katastrophe, aber ich habe die nette Frau getroffen, zum Glück. Die mich mit nach Hause genommen hat, in ihr Zuhause. Gell? Ich meine, ich habe zwar unten im Atelier geschlafen, hat ein bisschen gemüffelt, aber wisst ihr was, es war mir scheißegal. Ich war so müde. Und ich habe bei denen sogar duschen dürfen. Jo. Okay, bis dann. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Also hier haben wir das Meer, ihr Lieben. Schaut es euch an. Herrlich. Oben sind die Berge und Hügel. Und ich hätte da drüben entlang laufen müssen. Da an der Straße, da oben, wo das Auto ist. Da führt es wohl hier durch den Ort durch. Und er hat mir halt jetzt diesen Tipp hier gegeben. Und das hier ist dieser Weg, der von oben runter führt mit diesen Holzstufen. Finde ich total herrlich zu laufen. Man muss halt aufpassen. Es regnet heute immer mal. Also was heißt regnen, ist zu viel gesagt. Es regnet, ist zu viel gesagt, es nieselt. Ne? Aber trotzdem wird das dann halt glitschig. Und ich filme jetzt im Moment auch mit dem Handy, weil ich die Kamera im Rucksack habe und das nicht alles rauswursteln wollte. Also wundert euch nicht, wenn zwischendurch die Filmqualität ein wenig nachlässt. Ja, jetzt kommen hier hinten ganz viele Leute. Den lassen wir jetzt erstmal vorbei. Und dann werde ich hier meinen Weg weitergehen. Oh, ich finde es gerade echt total schön hier. Und die Luft, es ist angenehm heute, weil es nicht so heiß ist. Gestern waren es, ich glaube, 35 Grad. Ich bin angekommen da an der Herberge. Ich war geschmolzen. Ja, und heute ist es mal angenehm. Also dieser feine Nieselregen, den kann man auch gut abhaben auf der Haut. Kühlt. Wenn es halt mehr wird, dann ziehe ich halt einfach das Poncho wieder hier oben drüber. Das habe ich hier nur so ein bisschen zusammengerollt. Und habe das halt noch an und über den Rucksack, weil das halt schwierig ist. Da hat mir dann auch jemand geholfen unterwegs. Ich hätte es gar nicht da drüber gekriegt. Das bleibt dann irgendwie hängen. Und dann kriege ich das nicht weiter. Da muss ich mir auch nochmal was überlegen, wie ich diese Technik anwende, dass ich das komplett über den Rucksack bekomme. So, und jetzt schließe ich mit dem Blick aufs Meer. Ich habe jetzt wieder eine, eine Ausweichroute genutzt auf diesem roten Weg. Gehört aber auch zum Camino del Norte und der ist echt fantastisch. Also es führt mich hier durch Weinberge. Es ist sau anstrengend. Es geht hier dauernd berghoch, bergunter, aber kleinere Abschnitte. Die andere Route wäre unten durch Gateria gegangen. Also ich hätte den kompletten Berg 280 runtergemusst nach Gateria, um dann auf der gegenüberliegenden Seite wieder hoch zu müssen. Da habe ich mir gedacht, nee, jetzt schenke ich mir. Ich will nicht nach Gateria, da wollte ich eigentlich ursprünglich übernachten, aber da durfte man nicht vorbuchen. Da habe ich mir gedacht, komm, es ist jetzt erst 2 Uhr. Ich laufe einfach noch einen Ort weiter nach Zamaya, nennt sich das. Und es ist echt wunderschön. Also, ich bin absolut geflasht von diesem Landschaftsbild. Und ich bin auch fix und fertig. Also ich muss es ganz, ganz ehrlich zugeben. Ich wusste, dass es anstrengend sein könnte, würde, werde. Aber dass das so anstrengend ist, damit habe ich nicht gerechnet. Was heißt nicht damit gerechnet? Das habe ich nicht so... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist einfach... du hast hier Schotterwege zu laufen. Ich zeige es euch gerade mal. So, das sind jetzt die Schotterwege. Dann gibt es Wege, die mit Felsbrocken sind. Und da musst du höllisch aufpassen, dass du nicht auf den Appel fällst, weil die glitschig sind. Und es lässt sich einfach nicht gut laufen. Also du kannst hier nicht wie auf
Ja, wie bei uns in Hessen, sage ich jetzt immer, Kilometerschruppe, wenn du auf dem Wald oder Forstweg durch den Wald machst, ne? Das ist hier anders. Also ich bin hier immer relativ froh und auch stolz, wenn ich 15 Kilometer schaffe oder um die 18, 20, ne? Also da bin ich immer mega happy, weil also die ersten Tag habe ich knapp 20 gemacht. Heute wären es 16 oder 17 und da bin ich immer total happy, weil das echt sau anstrengend ist. Und der Rucksack, mal Butter bei die Fische, der nervt mich dermaßen von seinem Gewicht her. Und ich habe dermaßen Rückenschmerzen dadurch. Ich meine, der Körper gewöhnt sich daran. Also dessen bin ich mir ganz sicher. Das ist jetzt mal so am Anfang, wo der Körper ein bisschen streikt und ein bisschen pienst. Ich habe jetzt heute das erste Mal Schmerztablette genommen, weil ich den Rucksack nicht auf die Rücke kriege. Sonst und habe den jetzt komplett hier, ganz hier oben hingegurtet. Nicht an der Hüfte, sondern noch weiter oben drüber, damit der oben die Schultern und die Brustwirbelsäule nicht so, ja, so belastet, weil da habe ich halt die Schmerzen. Ja, ich lache darüber, aber das ist ja eigentlich nicht lustig. Ja, von daher, wie gesagt, ich mache jetzt hier noch nach Samaya, so heißt der Ort. Genau, und dort habe ich für heute Nacht ein Zimmer, was heißt ein Zimmer, ein Bett gebucht. Also ich habe jetzt mittlerweile die Erfahrung gemacht, ohne Buchen geht hier nichts. Also Pilger, die ich jetzt hier auf dem Weg getroffen habe, hat mich gestern Abend ein Mädel angeschrieben, die hat gestern Nacht draußen schlafen müssen. Ohne irgendwelche, außer einem Schlafsack, ne? Und zwar für sie die erste Nacht draußen ist, war sie nicht so ganz begeistert von. Aber ja gut. Kann mir auch passieren, wenn ich kein Bett erwische. Aber ich, wie gesagt, ich werde vorbuchen. Weil wenn ich den ganzen Tag so gelaufen bin, bin ich froh, wenn ich abends ein Bett kriege. Wo ich mich wirklich erholen kann. Was ich auf dem Fußboden nicht wirklich, das geht nicht. Also ich kann da zwar schlafen, aber man erholt sich nicht richtig. Ja, jetzt habe ich erst mal genug erzählt und ich werde jetzt heute weiter filmen mit dem Handy, weil, ja, wie gesagt, das Kamera, die habe ich verstaut wegen dem Regen. Ja, so sei es denn. Das hier unten ist der Blick auf Gateria. Und nach Zumaya muss ich jetzt hier entlang. Ich nehme an, dass das dann hier hinter dieser Kurve liegt. Und der Weg führt hier entlang. Das ist mein Weg. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist heute Mittwoch. Ja, also es ist jetzt gerade mal ein paar Tage, dass ich unterwegs bin und ich verliere schon irgendwie das Zeitgefühl. Finde ich interessant. Ich habe hier mal das Meer gefilmt im Vorfeld und habe mich dann im Anschluss gefragt, weil hier so eine Art, ich weiß nicht, Klippe, ob das Klippe, ob man das Klippe nennt. Auf jeden Fall ist es ein Felsmassiv. Ich zeige euch das gerade noch einmal. Und zwar hier runter zu. Und noch hier drüben auf der Seite da. Seht ihr ja, so geht das hier die ganze Front entlang. Und hier oben, also dort steht eine Kirche. Und hier steht ein Haus. Und bei dem Haus liegen hier vorne, mal, ups, da, so kleine Kugeln, die, nehme ich an, bei Hochwasser hochgehen. Jetzt ist, also ich frage mich jetzt hier wirklich, ob das bis hier hochkommen könnte, wenn, ja, wenn es mal so richtig rund geht bei Gewitter, so tsunami-technisch. Das wohnst du hier ja auch relativ gefährlich. Ja, ich bin jetzt heute
mal wieder auf der roten Route unterwegs. Die blaue wäre wieder durch eine Ortschaft geführt und nicht so mein Ding. Und ich bin mal gespannt, was mich hier erwartet, weil das ist jetzt etwas ganz anderes. Und zwar schaut es so aus. Hier rechts von mir ist das Meer. Und hier geht jetzt diese rote Route, die führt jetzt hier so durch. Und ich nehme mal an, irgendwie dann hier drüben, hier so im Zickzack nach oben. Ich lasse mich überraschen. Ja, mal sehen. Ich bin ja nicht so der Höhenmensch, wie ihr wisst. Aber bei sowas hier, boah, weiß ich nicht, kann ich nicht widerstehen. Für mich hat es auch ausgesehen auf der Karte, als würde es am Strand entlang gehen. Also ich versuche jetzt hier mein Glück und dann schaue ich mal weiter. Die Tour heute soll um die 20 Kilometer haben. Der eine sagt 20, der andere sagt 22, 23 und so weiter. Ich weiß es jetzt nicht genau. Egal wo man guckt, fast immer andere Kilometerangaben. Und ganz ernsthaft, naja, 2 Kilometer mache ich jetzt auch nicht. Na, den Bock zum Gärtner. So, ich mache jetzt hier mal drauf los. Ja, wie ich vermutet habe, geht es jetzt hier so im Zickzack den Berg hoch. Ich will heute nach Ilbis. Das sind ungefähr 20 Kilometer. Ja, sagen wir mal zwischen 20 und 23, da schlagen sich die Geister. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Ja, das hier ist jetzt mein Weg hier hoch. Auf der gegenüberliegenden Seite der Kirche und der Steilküste. Es ist saumäßig steil. Keine Ahnung, ob das so rüberkommt. Aber immerhin noch besser, als Straße zu laufen. Genau. Also ich kämpfe mich jetzt hier hoch. Huda, huda, huda! Huda, huda, huda! Auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Wandergruppe, alle in Orange gekleidet. Und jetzt kommt hier unten auch noch eine hoch und die rufen sich ständig irgendwas zu. Voilà. Ja, die zweite Wandergruppe. Die ist jetzt hier unten angekommen, von der Kirche da oben. Und die andere Gruppe, die ist wie ein Schnellzug hier hoch und weg waren sie. Und ja, ich stehe hier noch rum und erhole mich von dem Anstieg. Leute, ich schnaufe wie ein Walross. Ich komme hier kaum noch den Berg auf. Oh Mann, ey. Da denkt man hier, mehr ist einigermaßen in Condition. Und dann wirst du hier eines Besseren belehrt. Also hier sind Anstiege, hoch, runter. Es ist, da hast, also manchmal habe ich das Gefühl, mir springen die Kniescheiben raus. Und das ist, ich weiß nicht, was unangenehmer ist, bergauf oder bergab. Also ich kann es gar nicht mal sagen, was ich unangenehmer finde. Das hat alles beide so einen Touch von Quälerei, aber richtig mieser Quälerei. Und dennoch ist es schön. Also wenn ich dann abends in der Herberge bin, da freue ich mich immer dermaßen und denke mir so, yes, du hast es wieder geschafft. Aber währenddessen ich so laufe, also ich weiß nicht, so manchmal ist es wie so eine Art Ekstase. Du läufst einfach nur noch. Du läufst, guckst auf den Boden, guckst du mal ein bisschen hoch und denkst, oh nee, immer so weit, guckst wieder auf den Boden, weil hier ist alles voller Geröll, sonst fällst du, wenn du umknickst und dann ist es vorbei. Ich habe jetzt heute den ersten Tag, wo mir mal in Ausführungszeichen, nichts wehtut, ist zu viel gesagt, aber wo es nicht so extrem weh tut, weil ich hatte jetzt die letzten zwei Tage hatte ich so höllische Rückenschmerzen. Das ist jetzt heute zwar auch immer mal so ein bisschen, aber es lässt langsam nach.
Die Fußschmerzen werden auch weniger. Die Blasen verheilen langsam. Also ich hatte auch Blasen. Aber ich wollte euch den Anblick ersparen, mal ganz ernsthaft. Aber ich hatte die zwischen den Zehen. Also das hatte ich auch noch nicht. Blasen zwischen den Zehen. Ich kenne das unten am Fußband oder hinten an der Ferse oder rechts und links an den Zehen, ja, aber dazwischen ist mir neu. Ich bin jetzt hier in Izamir, so ähnlich. Hab jetzt noch, da unten stand 3,5 Kilometer nach Debra. Und von dort aus sind es noch mal 2,5 Kilometer bis Ilbis. In Ilbis werde ich heute übernachten und ja, ich hoffe, es kommt jetzt heute nicht mehr so viel bergauf und so weiter, weil so langsam ist es gut jetzt. Jo. Ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Freude bei mir aufkommt, wenn mir Einheimische sagen, das ist der höchste Punkt hier in der Gegend. Juhu, also ich bin jetzt oben und jetzt geht's nach Debra. Oh, und zwar mehr oder weniger flach, so wie ich das gewohnt bin. Genau, oh Mann, guckt euch das mal an hier. Leute. Ich bin sowas von hin und weg. Wenn ich das hier dann so sehe, denke ich mir, ja, das hat sich gelohnt, hier hoch zu laufen. Aber der Kampf hier hoch ist dann immer sehr anstrengend, ne? Wo man hinguckt, so weit und breit hier. Alles Meer, Meer, Meer. Der Meer, das Meer und der Himmel, die stoßen irgendwann mal da hinten zusammen. Das ist einfach wunderschön. Es ist alles blau in blau und oben ziehen so ein paar Schäfchenwölkchen. Einfach toll. Das hier ist jetzt mal so das beste Beispiel dafür, wie das aussieht. Bergab und einem fast die Kniescheiben rausspringen, beziehungsweise die Füße aus den Schuhen rutschen. Ach, Hölle. Ja, ich weiß, mir sieht es wahrscheinlich nicht genau, aber naja. Oh. Ich laufe hier mit dem angezogenen Handbremse hier runter. Oder Fußbremse. Wie auch immer. Hier ist ein Schild, dass man nicht ausrutscht. Guckt es euch an. Oh. Ja, weil das so steil ist. Das heißt auch Debra und nicht Debra. Ja, mit der Sprache hier bin ich noch nicht so ganz vorm. Ich muss jetzt hier über diese Brücke da vorne. Und dann irgendwo da drüben, ja, laut meinem Guide, müsste dann irgendwann mal diese Herberge kommen. Guckt euch das mal, ist das nicht herrlich? Schönes Wässerchen. Ja. Oh Mann, der Abstieg war mal wieder hart, aber ich bin unten. Und jetzt hoffe ich, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis ich an meiner Unterkunft bin. Ich könnte gerade Verzweiflung brüllen, weil ich bin ja jetzt runter in diesen Ort, Debra hieß das, und dachte, okay, über die Brücke und dann links rein und dann bist du an der Herberge. Nee, kannst du vergessen. Ich muss mich jetzt hier nochmal einen Berg hochkämpfen. Oh, ich kann nicht mehr. Ich bin eigentlich alle jetzt. Ich meine, es sind nur in Anführungszeichen 200 Höhenmeter, die ich nach oben muss. Aber ganz ernsthaft, im Moment ist es einfach so, aufgrund der Hitze und des Gewicht von dem Rucksack, den ich besonders mag, ist mir hier jeder Schritt gerade zu viel. Also ich mache heute wieder 3 Kreuzchen, wenn ich an der Herberge angekommen bin. Uff. Ja, jetzt werde ich mal hier weiter in Luft marschieren. Oh Mann, ey.
nervt es. Doch, echt, im Moment nervt mich das gerade. Weil das irgendwie anstrengend ist. Und ja, ich auch nicht mehr so viel Power habe gerade. Aber ich mache jetzt hier gerade so Schritt um Schritt und komme dann auch hoch. Aber das ist halt was, das macht mich mit der Zeit. Ja, das kann mich regelrecht aggressiv machen. Oh, da möchte ich dann den Rucksack nehmen und einfach in die Ecke schmeißen und hier so einen Freudentanz aufführen, weil mich das hier gerade echt ein wenig nervt. Ach, Mann. Ich meine, der Weg ist wieder wunderschön, aber ich freue mich dann drüber, wenn ich oben bin, dass ich so einen schönen Weg gelaufen bin. Jetzt im Moment will ich einfach nur hoch. Okay, also das geht jetzt. Muss ich mal gucken hier. Wartet mal, hier geht es hoch. Da. Und dort oben. Da oben. Da. Da ist dann wohl fertig. Und hier geht es jetzt hier voll durchs Gestrüpp von da. Ungefähr ab dieser Höhe geht es wirklich so hoch. Ich krieche jetzt dann auf alle Viere. Ich bin tatsächlich jetzt wieder auf meinem Weg. Ja, das war eine Abkürzung. Ja. eine höllisch gute Abkürzung. Und ich bin jetzt wieder auf dem Originalweg. Das war früher mal der Weg. Den haben die wohl verändert. Kein Wunder. Also da kann ja kein Mensch runterlaufen. Vor allen Dingen mit schwerem Rucksack oder wenn es regnet. Da kannst du dich auf den Bob setzen, kannst du runterrutschen. Ach, so, und hier habe ich nochmal den Wegweiser. Da ist er. Juhu! So, und jetzt geht's hier lang. Jetzt müsste ich ja hoffentlich bald mal zu der Herberge kommen. Ey Mann, kann er mehr. Also ich bin jetzt tatsächlich oben an den 200 angekommen. Höhenmeter, und ich finde, es ist die Hölle. Ja, ich muss immer ein bisschen Mimimi machen jetzt hier, also. Aber, und das ist halt das, was es so reizvoll macht, dieser Ausblick. Das ist der Weg, der jetzt ziemlich eben verläuft. Und dann habe ich diesen Blick. Wow, oder? Sag doch mal. Ah, herrlich. Dafür hat sich das ganze Geacker hier hoch echt gelohnt. Also ich bin mir nicht sicher, ob mich jetzt hier jemand verscheißern will. Aber der ist umgekippt. Ich nehme an, dass das hier geradeaus heißen soll. Aber ich habe jetzt eben gedacht, weil hier auch ein Weg hochgeht, ne? Ja, zumindest ein Anflug von einem Weg. Aber ich habe mir gerade gedacht, nee, verscheißen, nee, da gehe ich nicht hoch. Ich laufe jetzt hier vorne weiter, einfach hier weiter, immer schön weiter. Und hoffe, ich komme da irgendwann mal an. Das zieht sich gerade wie Gummi. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und absolut erschöpft seid, wenn ihr mal könnt. Und ihr müsst als noch weiterlaufen. Und irgendwie kein Ende in sich, weil sich diese Kilometerzahl nicht mehr abschätzen lässt oder die Meterzahl. Oh, ich bin gerade. Jeder Schritt ist eine Quälerei für mich gerade. Da haben wir nochmal hier hin einen schönen Blick aufs Meer. Da, da. Ach, das finde ich dann halt immer toll, ne? So. Ach, weiter geht's. Oh Mann. Puh. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine Steigung her. Weise. Juhu. Und nochmal hoch. Oh Mann, das nimmt irgendwie gar kein Ende mehr. Juhu, das Schild meiner Begierde. Die Information meiner Hoffnung. Also noch ein Kilometer bis zu der Alberge.
Ich habe jetzt allerdings kein Wasser mehr. Hier drüben ist ein Haus. Da habe ich jetzt gerade nach Wasser gefragt und die war so nett und hat mir hier gezeigt, dass wir hier einen Brunnen haben. So, jetzt versuche ich mal mit einer Hand einmal drücken und lass mal hier vorlaufen. Ne? Oh Mann. Dann mal Prost, ne? Ah, schwört ja gern mal, aber dann wird mein ganzes Zeug nass. So, noch ein Kilometer, den schaffe ich jetzt auch noch. Der Weg hier ist jetzt gesäumt von Kreuzen, die hier neben in der Seite stehen. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das so ein bisschen... ja, es macht so ein bisschen ehrfürchtig, finde ich. Ja. Und das ist jetzt so alle, ich würde sagen, so alle 50 Meter war da jetzt so ein Kreuz. Ich weiß nicht, ob jetzt hier um die Kurve noch mehr kommen. Ja, da ist dann wieder eins. Lass es jetzt mal so stehen. Also, hier laufe ich jetzt geradewegs auf die Herberge zu. Ich habe es jetzt endlich geschafft, nach 9 Stunden für knapp 21 noch was Kilometer. Ich sag's euch, ich bin fix und alle. Und so lange habe ich noch nie gebraucht für 21 Kilometer. Ich bin jetzt auch raus für hier und